Ah, du bist in einer anderen Zelle? In meiner, ja. Die Hunde kommen zu dir. Guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum zweiten Part von The Escapist 2. Wieder mal mit am Start der gute alte Cynix. Willst du irgendwas sagen, Junge? Ja, ich wurde im letzten Part verhaftet und musste meinen Namen nun wechseln. Ohohoho. Ich heiße nicht mehr Harry's Let's Play, sondern Cynix offiziell. Okay, ich muss auch sagen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, klingt auch um einiges besser, viel knackiger und lässt sich auch viel einfacher merken wahrscheinlich. Ja, vielen Dank. Okay. Mia. Ja, genau. Zweiter Kurzname da. Du bist, verdammt, ja, genau. Ich hätte nicht aus der Zelle gehen dürfen. Es ist gerade Nacht. Genau, in der letzten Folge waren wir ein bisschen verwirrt, sind immer noch verwirrt. Also ich chill gerade im Krankenhaus, bis der Nia auftaucht. Was gibt's zu sagen? Wir verstehen noch nicht ganz genau, wie das Spiel funktioniert, aber diesmal haben wir die volle Zeit zum alles ausprobieren. Siehst du unten rechts bei dir verbleibende Zeit? Oben rechts, ja. Ah ne, oben ist die normale Uhrzeit. Ah nein, das ist die Uhrzeit. Wo sind die verbleibende Zeit? Unten habe ich noch so Verbleib. Ah, ich bin im. Weil ich in der Nacht ausgebrochen bin, kann ich jetzt. Ist das bist du? Ey, du musst aufpassen, es ist Nacht. Ich glaube, wir dürfen gar nicht aus dem. Wenn du von der Polizei erwischt wirst, von den Wärtern wirst du in den Knast gesteckt. Ich komme jetzt hier 2 Minuten lang nicht raus. Wollen wir es ausprobieren? Ja, kannst du gerne mal ausprobieren. Nee, mach das nicht. Ich mach mal meine Runde und schau mal, was hier passiert. Während du in der Zelle bist, erkläre ich mal, was ich hier in der Welt sehe. Oh, da. Wer hat das Licht ausgemacht? Und da ist ein Bulle. Komm her, Mann. Ich kann hier irgendwas mit den. Oh, jetzt habe ich 5 Sterne. Ja, selber schuld. Ich glaube, ich gehe wieder zum Arbeitsamt. Verkriech mich da. Da. Es kommen Hunde in deine Richtung. Es kommen Hunde, gell? Was? Ja, Hunde. Hunde? Ja, ja. Scheiße. Kann ich hier rein? Nein. Ich gehe in der Arbeitsamt. Was kann ich denn hier? Oh nein, da ist beim Eingang ein Polizist. Nein, dort ist ein mit dem Messer. Oh, scheiße. Nein. Und ein Hund. Geh weg, du dummer Hund. Das, oh, scheiße. Ey, lass mich richtig aggressiv. Einzelhaft für die Unartigen. Verriegelung. Haben sie dich erwischt? Ja. Ja, gut. Ah, hier ist die Verriegelung ausgelöst. Okay, gut. Okay, ich habe noch 1 Minute und 30 Sekunden. Danach komme ich aus dem Knast, glaube ich, raus. Also, gehen wir doch am besten gemeinsam, weil... Ja, ja, so ist blöd. Sonst wissen wir ja nicht, wer was macht. Wir können ja ein bisschen erkunden gehen. Also. Ein bisschen Kartoffeln schälen. Ah, man muss sich auf den blöden Stuhl setzen. Das ist das. Genau. Und es wird dann immer schneller. Du kannst... Ah ja, man muss so Q und E drücken. Okay, verstehe. Und jetzt habe ich Kartoffeln geschält. Puh. Komm raus, du Penner. Wie, hä? Bei mir steht noch... Okay, warte. Ist okay. Okay. Komm ich denn überhaupt schon raus? Ah, jetzt. Nee, ich komme erst in 5 Sekunden raus. Ich sehe jetzt zurück zur Zelle. Ah, du kannst noch auf der Karte navigieren, wenn du dort oben rechts klickst. Ah, man kann draufdrücken auch. Ja, ich sehe es. Ja, also, jetzt sollten wir langsam aber mal probieren. Ich meine, der Ziel von dem Spiel ist es ja, glaube ich, aus dem Knast auszubrechen. Was wir denn jetzt eigentlich machen sollen? Ey, Nia, ich habe einen Vorschlag. Ich habe entdeckt, wo der Ash ist. Was willst du machen mit dem? Ich will ihn noch mich rächen, weil er mich letztes Mal geboxt hat. Warte, ich komme einfach mal mit. Ich habe mir eine Markierung gesetzt. Er ist hier. Hier? Ja. Aber ich komme nicht rein. Oh, tut mir leid, ich wollte die Tür abmachen. Okay, okay. Wollen wir warten, bis er rauskommt? Nee, er schläft jetzt. Nee, das ist der Charlie da unten. Wenn ich mit der Maus drauf gehe, steht Charlie. Nicht Ash. So, warte kurz, warte Sam. Kurz. Hier ist dieser Pronator. Hä? Der ist jetzt weg? Okay. Ah, nee, der ist... Ah, sorry, der ist hier. Hier. Zweite Zelle, glaube ich. Da liegt noch einer. Nee, ist der Pip. Hier ist er. Was? Nee, das ist der Bei Pip. Bei mir stand Ash. Ja, komm, den doch, das ist der Ash, das ist der Ash, wenn du auf seinen Fuß. Nee, bei mir steht Pit. Gehst. Echt jetzt? Ja, vielleicht haben die bei mir anderen Namen als bei dir, das kann natürlich auch sein. Ach so. Okay. Ja, wollen wir mal die Map erkunden? Ja, können wir eigentlich gut machen. Gefallen, Läden. Also, das letzte Mal stand doch bei dir. Ah, der gelbe. Hä? Oh, wir sind zu spät, wir mussten eigentlich schon lang zurück in die Zelle. Ah, deswegen der. Oh, hä, wie viel Uhr haben wir es denn? 7 Uhr morgens? Wieso müssen wir. Nee, nee. Du hast rechts bei der Map unten sozusagen zurück zur Zelle. Mach auf, Kollege Mann! Ah, du bist in einer anderen Zelle. In meiner, ja? Die Hunde kommen zu dir.
Wer ist denn in meiner Zelle? Cassidy. Wir waren doch Nachbarn. Nee, das waren die unteren Zellen, das sind andere hier. Ach so. Hä, das ist aber nicht deine Zelle, du bist auch hier unten, wo ich Nee, das bin. Ist nicht meine Zelle. Ah, da kann man gehen. Jetzt hat er mich in dein Bett getan. Der Zugriff auf das Menü anderer Charaktere erlaubt dir, ihr Profil anzusehen. Okay, wir müssen raus auf den Hof, anscheinend. Ja, wir müssen antreten hier draußen. Okay, wir haben noch wenig Zeit und ich bin eingefangen. Die Idioten, deren Zellen heute untersucht werden, sind... sag's doch. Skinner und Pip, denen ihre Zellen werden durchgesucht, nur nicht unsere. Aber wir haben ja eh nichts versteckt, also von dem her... Würde ich sagen, scheißegal. Hier ist der Ash, Mann, ich sehe ihn doch. Der Ash ist... Hä? Ja, okay, scheiße, er ist weg. Okay, gut. Aber ihr müsst doch auch mal irgendwo ein bisschen so... Wir hätten vielleicht echt das Tutorial mal machen sollen am Anfang. Ja. wir müssen in die Kantina. Was ist das? Essenszeit. Frühstückszeit. Genau. Okay, den gelben Pfeilen folgen? Ich bin schon in der Kantina. Ich bin angeschnitten. Okay. Ich bin hinterm Ash. Das ist so ein Schwarzer, ist das. Also, ich habe gar kein Tablet. Wo haben die denn das blöde Oh, jetzt habe ich den geschlagen. Nein. Boah, der ist mega stark. Oh, nö, ich habe keine Chance. Was schlagst du denn nie, Mann? Ah, ja, Mann. Komm, zusammen. Oh, der ist echt stark. Ich habe nur noch 1%. Bleib stehen, dann kann ich ihn. Oh, der will abholen. Ich bin hier raus. Oh, den hole ich mir, den Bastard. Okay. Ja. Ich schlage einfach mich. Ich habe nur noch 1%. Ein Magazin. Wir müssen weg hier. Wenn die Werte uns sehen, dann sind wir schuld. Weg hier. Ach so, okay. Das hat der Ash bei mir. Super gemacht. Also. Oh, wir müssen... Passt. Okay, ich hol noch ein bisschen Essen hier. Okay, ich auch. Geht das überhaupt? Ah, man muss auf das Ding da drücken. Muss zuerst sein Besteck nehmen, glaube ich. Wir müssen schon wieder weg. Ah, die haben den Dings gefunden in Ash. Ah. Ja, kein Problem, Leute. Kein Problem. So, okay. Nochmal, aber... Wir müssen doch jetzt langsam mal herausfinden, was wir hier tun müssen. Die reden ja alle hier. Hast du eine Schlägerei angefangen? Ah, das bist nicht du. Das bist nicht du. Ah, du bist hier oben. Ich bin ganz brav. Gehen wir eher. Hm. Oh, die haben eine Schlägerei, schau mal. Ja. Aber das war eine Frau? Okay, Frauen schlägt man nicht. Geh mal weiter. Ich tu die noch. Da raubt er sie aus. Ich raub die noch aus, ja. Und wenn sie schon bewusstlos da am Boden liegt. Ach, guck mal, was ist denn das hier? Dieses Informations. Ah, da kommen wir gar nicht rein. Geh mal weg, ich hab hier so eine Gabel. Vielleicht kann ich was. Als ob du mit der Gabel da reinkommst. Ja, oh, was ist das hier? Da waren wir schon. Was hat denn der zu sagen hier? Hey. Der Kevin, war mal. Kann. Aber einfach reden kann man nicht mit dem, gell? Nee, geht nicht. Okay. Kommst du mit der Gabel hier durch? Hier ist einfach offen. Nee. Der Kopf war hier. Ja, aber ich bin nicht durchgekommen. Ich bin aber nicht durchgekommen. Was können wir denn Großes machen? Oh, da ist eine mit deiner... Mit so einer Gartenschere. Schirm, oder Schere oder sowas. Oh, da ist ein Kopf, nicht schlagen. Wir müssen doch irgendwie... Irgendwo steht hier irgendwo Aufträge, oder? Was sind das für krasse Typen hier? Ja, eben, das sind die, habe ich auch schon gesehen. Wenn wir hier entkommen, werden die, glaube ich, gar nicht mal so einfach zu sein. Ich glaube, wenn wir ein bisschen rumschauen, was es hier so gibt. Ah, jetzt haben wir Freizeit, hast du gesehen? Ja. Können wir durch? Ah, nee. Nee, also da müssen wir echt einen anderen Weg finden, glaube ich. Okay. So. Da oben ist ja das Arbeitsamt. Du siehst einfach mega geil noch mit den Kopfhörern aus. Hier, schau mal, da ist ein Auto, der Fluchtwagen. Warte, da komme ich auch raus. Jetzt ist die Map im Weg. Ja, gut. Also, die greifen mich auch an, wenn ich dich schlage? Ja, die greifen dich an. Würde ich auch nicht probieren mit den Schlagstöcken. Wollen wir den Boden schlagen? Das schaffen wir nicht. Meinst du, wir schaffen Messer. Das? Nee, das ist so ein Schlagstock. Nee, den schaffen wir nicht. Ich hab aber eine Gabel. Und ich habe eine Tasse. Wow. Warte okay. Mal. Was sagen die, wenn wir jetzt zum Arbeitsamt reingehen? Ja, die geben uns Arbeit. Und ich habe keinen Bock zu arbeiten. Lieber Hartz IV kassieren. Nein, ihr habt Quartier. Weißt du noch den letzten Weg, den wir hatten? Ach so, wo du da dich reingecheatet hast. So. Ach, also reingecheatet. Hat er vielleicht Geld? Sam. Das so etwas blinkt? Ah, guck mal. Mit dem kann man handeln, zu verkaufen. Ich habe 10 Münzen und der will 70 für Nägel, 60. Oh nö, Alter. Ist ja total teuer, was der hier will. Und der hier? Ah, der hat auch etwas. Hä, wie kannst du mit dem reden? Du darfst nicht handeln, wenn ich Manditzis in den Rängen unserer Clique für meinen Geschmack etwas zu schnell aufgestiegen. Schmuggle Lüftungsdeckel in den Tisch. Was? Ah, er gibt dir einen Auftrag. Ah, die Ausrufezeichen sind Aufträge, wie bei so RP. Oh. Ah, genau. Und jetzt? Mittagszeit. Bei der Map steht immer, was wir machen müssen. Okay, langsam kommen wir voran. Also zumindest weiß ich, wie das Spiel langsam funktioniert. Ja. So, holen wir uns das Tablett an das Magazin. Ah, und schau mal, hier kannst du auch mit ihnen handeln, so. Hier sind noch mehrere mit Aufträgen, siehst du, ganz viele Aufträge hat's hier.
Mach mal einen Auftrag. Ist jetzt nicht. Gib mir den Auftrag, Mann. Ich hab keinen Bock auf. Na, ich glaube, die wollen essen. Die geben keinen Auftrag gerade. Ah, doch, warte, ich kann jetzt. Nee, warte, ich. Also. Wieso kommt da ein Fotograf? Nee, mit einer Videokamera? Ah, scheiß auf den. Hör mal, hör dir das an. Ich habe ein paar Laborratten bereit. Um mein neues Rezept zu testen, könntest du die Waren weiterreichen? Wenn sie tot umfallen, dann streite ich alles ab. Ich nehme mal die Mission an. Von warte, Nero. Mit wem? Okay, warte, ich gehe auch mal hin. Kann ich die. Nee, ich glaube, ich kann nicht. Nee, kann ich nicht. Oder? Okay. Ich weiß aber nicht. Die Frage ist, ob du den Auftrag irgendwie teilen. Ah ja, toll, wir sind schon wieder weg. Warte, ich will aber mit dem reden. Ich habe viel zu viele Aufträge und keine Zeit, sie auszuliefern. Bringe hübsches Gemälde zu Protonator. Ah, und fülle deine Taschen auf. Mach ich. Okay, jetzt musst du zu Protonator gehen und ihm liefere. Ah, rechts steht jetzt der Auftrag, den du hast. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal ein paar Aufträge erledigen hier. Oh, wer ist denn nun mal dieser Protonator? Oh, Käse haben wir eine gute. Ah, jetzt ist Mission Arbeitszeit, gegeben. Aber wir sind arbeitslos, also ist mir das scheißegal. Ich muss so einen Käse erledigen. Ich muss diesen Protonator finden. Den hatte ich schon mal gesehen gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Was ich auch noch sagen wollte, wenn man am Anfang anfängt, eine. Hier ist er. Ich habe ihn gefunden, er ist im Park. Wenn ich am Anfang ein neues Spiel mache, kannst du jeden einzelnen Charakter hier erstellen, wie sie aussehen sollen. Oh shit, warte, ich bin gerade am Fighten. Wo bist du? Ah, da oben, warte, ich komme zu dir. Ich helfe dir. Hilf mir, ich muss ihn besiegen. Ich komme. Boah, Mann, der ist so stark, ey. Okay, ich von vorne, du von hinten, ne? Boah. Ja. Ah, nein, ich sterbe. Ja. Hast ihn hier. Arschloch. Ja, Mann. Und jetzt? Muss ich jetzt wieder zu dir zurückgehen, oder wie? Die sind auch am Kämpfen hier. Habe ich jetzt die Belohnung bekommen? Boah. Ah, man kann blocken. Mit rechter Maustaste. Ach so. Sag das früher, Mann. Ich hab Zweifel. Der will. Oh, nee, ich hab viel zu viel angefangen. Oh. Will petzen. Ich hab mich für dich. Oh, pass auf hier. Oh, geopfert. Nee, der hat mich erwischt. Junge. Ah. Hast dich geopfert für mich. Ich bin auch draufgegangen. Ja, aber kommt doch mal eine Krankheit. Mission siehst du, wenn du auf das Herz klickst und dann. Nee, unter der Karte sehe ich meine Mission schon. Genau unter der Minimap steht meine. Ich hätte gern, dass der Malerei-Job, aber irgendein Idiot namens Cassidy macht ihn schon. Wenn du den Idiot gefeuert werden würde, hätte ich einen Ballon. Protonator. Lass Cassidy den Malerjob verlieren. Ja, was aber ist los? Ich habe ihn geschlagen. Arbeitszeit, hä? Sportzeit. Ah, Sportzeit. Ja, vielleicht finde ich den Protonator da. Wenn du den findest, sag mal Bescheid. Was ein schwuler Name. Also das nächste Mal, falls du. Du kannst ja auf der Map schauen, wo er ist. Kann ich das? Ja. Ah ja? Aber du musst ihn halt selber suchen mit der Maus. Pip. Das nächste Mal, wenn wir mal eine neue Map erstellen sollten, geben wir dir mal einfachere Namen oder so. Keine Ahnung. Ah, die Blauen sind die Wachmänner. Wo ist denn der Protonator? Die Insassen sind die mit dem Orange. Ich hab den mal irgendwo gesehen. Wo ist der? Ja, ich auch. Ist der tot? Ist so verschwunden, hä? Ash, Käse, Nero. Hä? Wo ist denn der? Ich krieg nicht mal einen Auftrag geregelt. Bin ich jetzt vollkommen blöd? Das Training im Fitness. Ah, ich hab keinen Bock auf Training. Ja, gut, wir sind wahrscheinlich am Ende dann. Hä? Sam. Oh, da kannst du trainieren, ne? Mhm. Kannst dir deine Stärke ein bisschen holen. Ja, kann jeden Tag hier trainieren gehen, Mann, ne? Ja, ja. Boah, jetzt bin ich richtig krass, ey. So, Protonator. Duschzeit, ah. Ja, ich muss easy. Noch trainieren. Da finde ich vielleicht den Protonator. Ich mach mal Muckis, dann können wir die Leute abschlagen, ne? Die sind alle schön hier in der. Oh, es wird immer schwerer, hä, mit Q und D. Du musst immer Q und D drücken. Ah, ich werde dadurch langsamer, aber stärker. Wenn du Fitness machst, oder wie? Ja. Duschen. Du Sam. Boah, ich trainiere die ganze Nacht, ey. Mann, wo ist denn dieser Protonator? Dann mache ich One Hit Down. Duschen. Ey, ich suche hier die ganze Folge diesen scheiß Protonator, ey. Warte doch mal, ey. Das ist doch jetzt Skinner. Ah, ich hab ihn. Ah, jetzt bin ich zu müde zum Weitermachen. Das ist eine Frau. Wieso hat denn bitte eine Frau so einen Namen? Abendbrotzeit. Gehen wir was essen. Oh, nee, komm. Oh, nee, die ist zu stark. Die hat eine scheiß Schippe in der Hand.
Liebe Zuschauer, verpasst ja nicht den Kanal von mir, weil ich nehme meinen Part auf und er nimmt seinen Part auf. Wenn ihr gerade bei mir nicht seht, was bei ihm läuft, geht auf sein Video. Jawohl. Und dann werdet ihr es erfahren. Jetzt muss ich noch etwas essen gehen. Oh nein, da kommt ein Wärter. Weg hier. Ich habe den Protonator auseinandergenommen. Abendbrotzeit. Oh, wir müssen gucken. Wir müssen bald... hier ist der Protonator. Liefere hübsches Gemälde am Protonator. Ja, hä? Aber wo kriege ich denn das hübsche Gemälde her? Kann ich erst etwas zu essen nehmen? Kann ich auch einfach mit ihm reden? Ich kann nie essen, nein. Oh, da ist der Ash. Ah, ich kann bei ihm Waffen kaufen. Oh, komm jetzt. Ich habe kein Geld. Deshalb schlage ich ihn jetzt ab. Hä? Wenn niemand schaut. Ich kann hier mit dem Protonauter reden, aber... Geben, hier. Hübsches Gemälde. Ich habe gar kein hübsches Gemälde. Wo kriege ich das denn her? Ja, ich habe den Ash. Ah, dann nehme ich halt einen neuen Auftrag an, ist mir jetzt egal. Ja, und der hat keine... Ja klar, der hat gar nichts, hä? Casey hat nächste Woche einen Bewährungstermin. Allein wäre es so einsam. Das könnte jedoch vermieden werden, wenn du Lüftungsdeckel... Wenn du Lüftungsdeckel in den Schreibtisch schmuggelst. Okay, ich nehme das einfach alles mal an. Ah, der andere Auftrag wird dann, das bleibt jedes Mal hier liegen. Jetzt verstehe ich's. Okay, wie kann ich denn das nehmen? Ich suche mir ein Opfer. Oh, der ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. So. Hier, Lüftungsdeckel. Okay, den Lüftungsdeckel habe ich. Schmugge Lüftungsdeckel in den Tisch von Casey. Okay, jetzt muss ich gucken. Oh, es ist sowieso, noch Freizeit. Aber bald ist Schlafenszeit, dann müssen wir ins Ding. Hey, wenn du die... Oh, hier ist er. Ja? Wenn du sie umhaust... Hast du ja den Sack, dort hast du Taschen, aber du musst dort auf das Person-Icon klicken, da kannst du ihre Waffe noch klauen. Okay, voll easy. Ich habe jetzt jemanden umgehauen und einen Baseball geklaut. Ja. Und einer ist in seiner Zelle rein, da hat er riesen Pech, ich schlage ihn jetzt kaputt. Oh shit, oh mein Gott, der schlägt mich kaputt. Alter. Wo bist du? Scheiße, wo bist du? Also wenn du wieder mit einer Schlägerei anfängst, kann ich dir nicht jedes Mal den Arsch retten. Hier, wir haben Probleme. Du musst blocken. Ich schlage ihn von hinten und du von vorne. Oh, der haut ab. Der will petzen, hinterher. Yes. Ja, warte. Oh, ich will den plündern. Mach das. Er hat nichts. Ich muss die Zelle von der Casey finden. Woher weiß ich denn, dass welche das von der ist? Casey? Ja. Ja, du musst warten, wahrscheinlich bis die in die Zelle zurückgehen und dann auf der Karte schauen. Okay, weil es ist wahrscheinlich bald sowieso Schlafenszeit. Ich muss schauen, was ich für Aufträge habe. Schmuggle Lüftungsdeckel in den Tisch von Casey. In den Tisch. Ich verstehe noch nicht ganz genau, wie das funktioniert mit den Missionen, weil ich habe jetzt zum Beispiel Kündigung. Casey, ich habe auch ein Info von Casey, sie will, dass jemand gefeuert wird, aber wie will ich ihn feuern? Lass Casey den Malerjob verlieren. Ich muss leider deinen Auftraggeber abschlagen. Ja, ist mir egal. Ich muss nur wissen, wo der... das ist nicht mein Auftraggeber. Ich muss hinkriegen, dass... Ich habe so Lüftungsdeckel bekommen. Die muss ich unter ihrem Tisch verstecken. Okay, aber ich weiß nicht, wo der ihre Zelle ist. Wie kriege ich das denn raus? Ah, hier. Casey, ich habe sie gefunden. Ja, ich muss halt wissen... Warte, wo bist du? Ich komme mal zu dir. Verfolgen. Vielleicht geht sie irgendwann mal in ihre Zelle rein, deswegen... Warte, ich hab sie gerade auf dem Map gesehen. Wo ist sie jetzt? Ah, shit, ich hab sie verloren. Ah, sie kommt dir entgegen. Ja, hier ist sie. Nee, das ist eine Polizistin. Nee, sie war hier. Hier oben. Das ist Pip. Warte mal, ich eine Karte. Casey, da, die ist in ihrer Zelle. Scheiße, warum? Ah, nee, das ist Cassidy, oder? Warum greifen mich die an, die blöden Bullen? Ja, manchmal kann es sein, dass sie Bock drauf haben. Ah, ich hab einen halben Stern, aber ich weiß nicht wieso. Also nochmal hier. Aber ich bin irgendwie schneller. Du bist irgendwie immer schneller. Also so, Kevin, da ist deiner Kevin? Ah ja, stimmt, ja genau. Hochkommen? Ja, Casey, steht. da ist sie. Okay, es ist bald Schlafenszeit. Appell. Also müssen wir antreten. Jetzt ja, aber die greifen mich an, die blöden Spasten, Mann. Die eine Polizistin lässt nicht nach. Okay. Aber jetzt ist sie zu müde geworden. Oh, jetzt kommt eine andere Polizistin. Ah, hier ist diese Casey. Okay, die hat so, keine Ahnung.
Schauen wir mal. Oh Mann, ich muss die Bullen loswerden. Diesen Teil mag ich jeden Tag am liebsten. Der Wächter ist sehr zufrieden. Okay? Wir finden den Vorschlag für den Whirlpool immer besser. Es soll einen Whirlpool geben. Tut uns leid, wenn wir euch bestrafen müssen. Ladida. Zum Glück, die glücklichen Gewinner des heutigen Zellenchecks sind... Ah, die gucken unsere Zellen einfach durch. Nero und Fifs. Zielgesichert. Ach, Tom, jetzt ich bin jetzt pünktlich gekommen und die schlagen mich. Was soll das? Okay, jetzt haben wir zurück in die Zelle. Okay, jetzt weiß ich dann wenigstens, wo Casey dann ist. Und sobald Tag wird. So, schauen wir doch mal her. Warum greift also, mich denn an? Am besten nächstes, wenn du in der Zelle bist, leg dich ins Bett, weil dann geht die Zeit schneller rum. Aber ja, sag nichts, aber ich werde von drei Polizisten jetzt gejagt. Okay, ich weiß auch, wo Casey ihre Zelle ist. Aber ich weiß, wie man sie abhängt. Du musst, einfach ein bisschen länger spuren. Um die Ecken laufen, ja. Aber dann kommt immer im nächsten Ecke ein anderer Polizist und der greift dich auch an. Jetzt habe ich fünf Polizisten hinter mir. Ja, lass dich doch einfach schnell erwischen, ist doch egal. Nein, ich gebe niemals auf. Seh nix, gib niemals auf! Ah, du siehst doch auf der Karte, wo du hin musst, glaube ich. Gefallen Ziel. Ja, Tipps. Ja, stimmt. Diese gelbe Flagge, ach, ist schwer zu sagen, so ein gelber. Kennst du bei Google Maps, wenn du, oder bei WhatsApp, wenn du einen Standort schickst, da hast du so einen roten Punkt, so in der Art. So sieht das aus in Gold. Ich habe eine Waffe am Boden gefunden. Ja, welche? Willst du nicht langsam mal in deine Zelle gehen? Ich will, aber da ist ein Polizist. Dann lass dich doch schnell erwischen. Nein. Er kämpft weiter, meine Damen und Herren. Das ist Harry's Life. Und wo ist meine Zelle? Wo ist meine Zelle? Wo sehe ich das? Oh ja. Aber muss ich dem Pfeil folgen? Jupp. Ah, hab ich immer eine neue Zelle oder was? Nee, du hast deine eigene Zelle. Das ist die blaue. Ich sehe sie auf der Karte. Jetzt rechts und dann ist deine Zelle. Ah, da ist so ein Haus drauf. Genau. Yeah. Da ist Cynix Zelle. Also hier steht noch Harry. Okay, ich lege mich auch hin. So. Jetzt geht die Zeit schneller rum. Ah, fuck. Oh, jetzt müssen wir wieder beim Appell antreten. Darauf habe ich gar keinen Bock. Aber wenn wir da nicht hingehen, werden wir wieder verfolgt. Danach kann ich in die Zelle von der Casey gehen und da kann ich dann das Zeug verstecken. Wir sind eure Schultern zum Ausweinen, bla bla bla. Okay, Leute, kann ich hier auch gehen? Also machen wir es einfach für euch. Dun, 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 dun. Wir wissen, ihr seid gute Leute. Schön, dass ihr das wisst. Denkt dran, der Teich ist immer noch keine Latrine. Die folgenden Trottel haben einen Zellencheck gewonnen. Ich sehe es gar nicht. Chancellor und Peyton. Okay, okay. Sehr schön. Zurück zur Zelle. Oh, ich habe keinen Bock, Alter. Ich muss zu der Casey. Bist du noch da? Ja, mein Aufnahmeprogramm hat gestoppt. Ach so, also... Aber ich hab's gerade wieder hinbekommen. Okay, tipptopp. Ich bin gleich zurück. Jetzt. Oh, so jetzt. Oh. Ja, wer hat mich geschlagen? Jemand hat mich verhauen. Irgendjemand hat mich verhauen. Oh, Frühstückszeit. Nee, Essen habe ich jetzt keinen Bock. Ich gehe jetzt zu der Cindy in die Zelle schnell und tue jetzt das Zeug unter ihrem Tisch verstecken. Hast du es gemacht? Ja, man sieht auf der Karte, sieht man, wo du hin musst sogar. So. Ah, sehr schön. Und jetzt, was muss ich da verstecken? Genau. Was siehst du auf der Karte? Wo du hin musst, dein Ziel, wo du hingehen musst. Ja, Auftrag ausgeführt. Sehr schön. Was hast du für eine Markierung? Das ist doch gefallen Ziel. Das ist die Markierung. Okay. Oh. Frühstückszeit verpasst. Egal, nicht so schlimm. Ich habe einen halben Stern bekommen. Freizeit. Okay, tipptopp. Jetzt nehme ich wieder ein paar Aufträge an. Dim, dim. Ja, ich bin ein bisschen Kartoffelnschern in dieser Zeit. Ich habe glänzende Beute aufgetrieben, aber sie einzusammeln ist riskant. Wenn du beim Sport die Aufmerksamkeit auf dich lenkst, kann ich vielleicht davon schleichen, wenn die Werte abgelenkt sind. Na, auf das habe ich keinen Bock. Da muss ich irgendwie Radau oder sowas machen. Nee, danke. Was hat die denn für mich? Ich bin beim Packen für meinen Zellenumzug, kann aber Magazin einfach nicht finden. Siehst du das irgendwo? Magazin. Oh, ich habe eins. Annehmen. Tipptopp.
Hier, Sam, ich hab dein Magazin. Hey, ich hab doch dein Magazin hier. Ah, ich muss das erstmal auf der Karte holen, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich ein anderes. So. Senix, wie läuft's bei dir? Ja, ich bin gerade am Schauen, wo diese. Wie heißt die da? Ich muss auch zu der. Cassidy, oder wie heißt die? Casey. Oder Cassidy. Ah, die ist gerade. Oh, die läuft mir gerade entgegen. Ich muss irgendwie ihre Waffe klauen, aber. Ah, ne, das ist die KC. Ich muss zu der KCD. Achso, ich hab vorhin die falsche umgehauen. Scheiße, deshalb hat es nicht funktioniert. Ich hab vorhin die falsche. Ah, wo ist die KCD? Heißt die. Ah, du Scheiße. Ah, okay, cool. Ah, ne, jetzt hab ich einen Auftrag abgebrochen. Schade. Geld. Ich habe 60 Münzen, 3 Tage im Gefängnis, Job unbeschäftigt, habe auch keine Lust gerade zu arbeiten. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, dass ich echt nur erstmal ein paar Aufträge annehme. Schauen wir doch mal, wo, da haben wir noch einen. Was hast du denn für uns Schönes? So habe ich so einen blöden Auftrag. Nun, ich habe neulich einen der Knackis über dich reden gehört. Wenn man einen zuverlässigen Ex-Auslieferungsfahrer braucht, bist du anscheinend die richtige Person. Hast du Lust? Was? Ex-Auslieferungsfahrer? Ja, easy, mach ich mal. Liefere Keks an Sam. Also, dann gehe ich mal. Also, du musst eigentlich nur die Aufträge annehmen und zu den richtigen Punkten hinlaufen. Ja. Aber gut. Wo ist diese KCD? Wieso kann man hier nicht filtern? Nicht, dass ich wüsste. Nicht hinsetzen, du Depp. So. Und jetzt? Oh, das war's schon. Vielen Dank. Ich trete ihn in die Fresse. Ja, okay, easy. Hey, ich kann telefonieren. Zeig mal hier. Hallo? Ausbruchstipp. Ah, ist ja cool. Wenn die Telefone... Ah, Mittagszeit. Phoenix. Ja. Wenn du zu mir kommst... Okay, musst du jetzt nicht gerade. Hier sind so Telefone an der Wand. Ja. Wenn ich da drauf stehe, kann ich für 50 Münzen... Kann ich mir entweder einen Ausbruchstipp zugeben lassen... Ja. Oder ein Kammmesser, also ein Messer in Form von einem Kamm. Oder okay. Für 30 Münzen eine Topfpflanze, scheiß auf dir. Okay. Also wenn wir irgendeinen Tipp haben wollen, wie wir hier ausbrechen können. Gehen wir mal dorthin, ja. Dann kannst du Münzen zahlen und dafür kriegst du über das Telefon einen kleinen Tipp, was du machen musst. Wie kann ich hier etwas zu essen nehmen? Ich verstehe das nicht. Du musst, glaube ich, irgendwie... Ah, warte, ich komme auch mal. Ah, ich muss jetzt ein Tablett nehmen. Ja, und dann? Ah, ich hab schon. Okay. Du kannst dich zu jemandem hinsetzen und dann... Was bringt denn das überhaupt? Weil Hunger bekomme ich ja überhaupt gar nicht. Ja, vielleicht dient das dazu, dass du dich tarnst oder so. Wenn dich jemand sucht, vielleicht. Mir bewegt dich. Ja, easy, komm. Ja, komm, das Essen ist jetzt nicht fertig. Ich glaube, das ist nur ein Platz zum Aufträge entgegennehmen, ja. Ja, ich glaube es auch. Boah, du musst nicht hier oben. Ja, ich gehe mal ins Fitnessstudio. Ich tue mal gerade schon ein bisschen die Kraft hochhauen. Warte, wo ist das? Das war hier unten doch irgendwo. Nee, da war der Ausgang. Du. Studio ist. Oh, Senix, wir sind jetzt dann aber schon fast bei einer halben Stunde wieder angekommen, gell? Ja, noch 2 Minuten, ne? Gehen wir noch zum Fitnessstudio? Genau, und hauen noch ein paar Gewichte durch die Gegend. Warte, das war doch hier irgendwo. Ne, hier nicht. Das ist so ein Versammlungsraum. Zeig doch mal Karte. Oh, da liegt einer am Boden. Oh, ich hab ihm alles geklaut, was ich konnte. Ja, keine Wunder, ey. Du hast ja selber auch nichts. Du klaust immer. Ich muss klar. Oh, da ist einer mit Kamera. So, Fitness, hier. Hallo! Hallo, lieber Zuschauer! Hier ist Senix. Herzlich willkommen zu... diesen neuen Let's Play. Schaltet auch nächstes Mal ein. Oh, muss ich euer ganz schön. Nier. Und seh nix. Ah, ich muss das so halten. Oha. Oh, da ist sogar eine Kammer. Oh, ich mach das so. So geht das, Leute. Hab ich's geschafft? Ich hab einen Ort gefunden, wo du entkommen kannst. Und ich darf dort nicht lange bleiben. Das war beim Arbeitsamt. Und jetzt schlagen sie mich, weil ich dort ausbrechen wollte. Ja, selber schon. Wolltest du ausbrechen? Ohne mich? Ja. Sag mal, also geht's noch? Nein, ich wollte nur ausprobieren. Ah, ja, sagt er dann wieder. Ich schlag mal den Kameramann, wenn sie mich schon... Ah, shit! Nein! Trill nicht rum hier. Ja, sorry, du Bastard, ich gehe ja. Nein. Okay. Felix, wie sieht's aus? Streiten sich die Bullen, wer gewonnen hat. Wir müssen jetzt langsam die Folge beenden. Okay. Gehen wir zurück in die Zelle. Ich glaube, wir sind da sowieso automatisch. Ich werde getragen, keine Angst. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. War zwar diesmal ein bisschen ruhiger, aber dafür haben wir jetzt ein bisschen so erforscht, wie das Game funktioniert. Und
Ja. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Cynix, willst du noch was sagen? Ich glaube, der raucht eine Zigarette hier im Krankenhaus. Ah, nee, der schläft. Okay. Dann bis zum nächsten Gefängnisausbruch hoffentlich. Jawohl. See ya. Und Leute, ich will noch sagen, ich hoffe euch, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaltet beim nächsten Part ein. Haltet die Ohren steif und ciao.